Servus Leute, das Warten hat ein Ende. Marios Tooltime geht endlich wieder los. Der eine oder andere von euch hat früher die Serie hoffentlich schon verfolgt. Und ja, worum geht es? Wir bauen ein Bike zusammen. Und was habe ich hier Schickes dabei? Ein Santa Cruz Chameleon. In Plusbereifung. Mit den dicken Reifen, ganz genau. Das bauen wir jetzt erstmal auseinander. Ich habe es als Komplettbike bestellt. Ein paar Teile übernehme ich von dem Kit, ein paar Teile fliegen aber auch raus und werden durch andere Sachen ersetzt. Ich würde sagen, wir fangen an, erstmal das ganze Ding auseinandernehmen und dann zeige ich euch Schritt für Schritt in den einzelnen Episoden, was wir dran bauen. Es kommt eine neue Gabel dran, es kommen neue Reifen drauf, eine neue Schaltung, eine Di2 von XT bauen wir dran, XT Bremsen, neuer Sattel und so weiter. Einzelteile zeige ich euch gleich noch, die wir alle verbauen werden. Jetzt spannen wir das gute Ding erstmal ein. Bevor es allerdings losgeht, würde ich gerne nochmal wiegen, um am Ende auch zu sehen, haben wir Gewicht gewonnen oder verloren. Also sind wir leichter oder schwerer geworden. Es gibt ja immer diese dubiosen Internetangaben. Denen kann man vertrauen, die kann man aber auch nachkontrollieren. Es gibt eine schicke Internetangabe von Santa Cruz selbst. Wir haben 13,6, würde ich sagen. 13,6 Kilo mit der RockShox-Gabel in der D-Ausstattung. Internetangabe ist 12,79. Also, ja, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Okay, hier können wir jetzt sehen, was wir alles am Bike verbauen werden. Geht los mit einer Fox 34 Performance. 130 mm Federweg, SQLab Sattel, RaceFest Effect Lenker mit 35er Klemmung, Nobby Nick, 2,8er Breite, RaceFest Griffe, Schwalbe Schläuche, XT Kassette, 1146, Bremsadapter, Di2 Display, ein paar Elektrokabel, Atlas Pedal von RaceFest, Schalthebel und Schaltwerk, XT Bremse mit 180er Scheiben, RaceFace Effect Vorbau, weitere Di2 Komponenten, die wir brauchen, Batterie, Junction Box und so weiter und zu guter Letzt eine 11-fach KMC Kette in schickem Schwarz. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, werden wir nachher sehen. Das kommt alles dran. So, dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Bin schon gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Vor allem auch in Verbindung mit der Di2-Schaltung. Das Bike ist so gekommen, ich habe noch nichts verändert. Das ist komplett Serienaufbau. Die ganzen Einzelteile sammle ich gerne in einer Box, dann geht nichts verloren. Wir haben erstmal das Vorderrad raus. Interessante Achskonstruktion, relativ leicht, finde ich schon mal nicht schlecht. Aber wir bauen natürlich eine Fox-Gabel ein. Dann schalten wir hier erstmal in den kleinsten Gang, also auf das kleinste Ritzel. Der schwerste Gang. Auch schön ist, dass hier eine DT Swiss Schraubachse verbaut ist. Mit dem Laufrad. Kurbel samt Ritzel bleibt drin, da gibt es auch nichts dran zu meckern. RaceFace Effect Kurbel mit der Cinch-Verschraubung vom Kettenblatt, also keine herkömmlichen 4 oder 5 Schrauben, wie man es kennt, sondern mit dem Cinch-System. Zeige ich euch aber in einem nächsten Video mal, da bauen wir so eine Kurbel an ein anderes Bike. Ich habe da schon was im Kopf. Die bleibt dran, machen wir mal beim Cockpit weiter. Erstmal Brems- und Schalthebel lockern. Das sind 5er Inbus in dem Fall. So. Jetzt können wir mit einem kleinen 3er Inbus die Griffe abschrauben. Da machen wir auch andere drauf. Fupp. Griffe.
sitzen etwas stramm. Hauptsache sie gehen runter. So. Jetzt brauchen wir einen Viererinbus. Vorbauklemme aufschrauben. Raus. Das sind hier für die Bremsleitungsbefestigung. Brauchen wir einen 2,5er Inbus. Schrauben diese weg. Dann kann man die aufspreizen. Das ist ein Spreizmechanismus. Gut, kommt in die Box. Dann schrauben wir mal die Vorderbremse ab. Klassischer 5 mm Inbus. So. Dann können wir auch schon loslegen, die Gabel rauszubauen. Dazu erstmal die zwei Vorbauschrauben lösen, den 4er Inbus. Leicht aufschrauben. Und jetzt oben an der Steuersatzkappe die Schraube rausschrauben, Gabel dabei festhalten. Jetzt kann es passieren, dass uns das ganze Ding gleich entgegenkommt. Schraube, Kappe weg. Dann entfernen wir den Vorbau. Hier finde ich es auch eine nette Geste von Santa Cruz, dass sie Carbon Spacer verwenden bei einem kompletten Alu Plus Bike. Nette Geste, ich baue aber im Endeffekt dann lieber Alu-Spacer ein. Gefällt mir im Gesamtpaket dann besser. Ja, dann kann man auch schon die Gabel entfernen. Flutscht raus. 120 mm RockShox-Gabel, wir bauen eine 130 mm Fox ein. Dadurch komme ich ein bisschen höher an der Front. Ich denke aber im steilen Gelände ist es dann ganz gut und spaßig zum Handeln. Auf der Ebene wird man keinen großen Unterschied merken. Das werde ich dann bei den ersten Ausfahrten sehen. Die packen wir beiseite. Den Steuersatz übernehmen wir. Ist zwar nur ein Cane Creek 10, also ein 10er, aber ich denke mal für die ersten Fahrten oder die erste Saison mindestens sollte er hoffentlich reichen. Dann kann man immer noch umbauen. Ist ja relativ einfach, ein integrierter. Hier hat man Lager, den Sprengring und die Kappe. Alles in einem Paket, passt ohne Steuersatzschale direkt in den Rahmen rein. Einfacher geht's nicht. Und so übernehmen wir das Ganze auch. Dann geht's weiter im Text. Kabelbinder lösen. Schaltung und Bremsen kommt ja weg. Da steigen wir ja komplett auf XT um. Jede Menge Kabelbinder. Schöne Kabelführung, muss man sagen. Also ist echt schön und clean und sauber gelöst. Da bin ich sehr happy mit. Jetzt gehen wir mal an das Heck. So. Hier ein paar Schrauben. Gut, Bremsen sind weg. Bauen wir hier noch die Schaltung ab. Bevor wir das Schaltwerk jetzt wegbauen können, muss man erstmal die Kette aufmachen. Und hier gibt es ein Verschlussglied. Hier unten ist es. Zum Kette öffnen und schließen gibt es spezielle Zangen. Hier zum Beispiel von KMC. Das ist die Version zum Öffnen. Steht auch hier drauf, Open. Und hier haben wir die Version Close zum Schließen. Die brauchen wir nachher beim Zusammenbauen. Wir nehmen jetzt die schwarze zum Auseinanderbauen. Hier haben wir unser Verschlussglied. Reinfahren. Zack. Schon ist das Ganze offen. Kinderleicht. Gutes Werkzeug hilft einem enorm weiter. Kette raus.
Packen wir auch beiseite. Ja, und zu guter Letzt kommt das Schaltwerk noch ab. Wieder ein 5er Imbus. Und da haben wir es auch schon. So, jetzt ist alles ab, was nicht mehr dran soll. Ja, sehr schön finde ich auch, dass Santa Cruz hier so eine 3M Schutzfolie mitschickt. Und zwar passt die genau an das Unterrohr. Sie passt deswegen so gut, weil hier an der Unterseite, hier haben sie ein Loch ausgestanzt, welches genau mit dieser Flaschenhalterschraube übereinstimmt. Das heißt, das hier so dran knallen, passt wunderbar und dann ist das Unterrohr schon mal geschützt. Das finde ich gut, sollten mehrere Hersteller so machen. Bevor wir die aber dran machen, muss erstmal alles picobello sauber sein. Dann nehme ich immer hier diesen Isopropanol-Alkohol aus der Apotheke. Ein Tuch geben und dann hier einmal schön sauber rubbeln. Unterrohr ist ja dann doch wichtig. Das ist ja schon unter ziemlichem Beschuss auf Dauer. Und da finde ich schon so eine Schutzfolie ganz hilfreich. Wir wiederholen das Ganze nochmal, dass hier alles klinisch rein ist. Um die Folie besser anbringen zu können, nehme ich auch mal die Schraube hier raus mit einem 4er Imbus. Da brauche ich hier nicht so rumdoktern. Noch einmal mit einem trockenen Lappen drüber. Und jetzt kann man hier unten, wo das Löchlein in der Folie ist, ansetzen. Schauen, dass man schön gerade zieht. Leichten Zug ausüben. So, passt sehr gut. Die Länge ist ideal. Wenn hier so leichte Bläschen oder so eine leichte Unruhe vorkommt, das ist nicht weiter schlimm, das setzt sich mit der Zeit. Also einfach mal eine Nacht warten. Dann sollte sich das gegeben haben. Aber hier oben, dadurch, dass das Unterrohr so einen Knick hat, wirft es hier leichte Falten. Und da gehe ich ganz gerne mit einem Heißluftföhn hin. Leichte Stufe, muss nur leicht warm werden das Ganze. Und dann sieht man schon, da verformt sich ein wenig oder besser. Ganz sachte. Soll nicht zu heiß werden das Ganze. Das passt jetzt wunderbar. Jetzt schrauben wir hier die Schraube wieder rein. Generell kann man in dem Zug gleich kontrollieren, dass alle Schrauben gut sitzen. Nicht zu fest, aber gut. Nicht, dass da irgendwas klappern anfängt. So, das passt alles. So, wunderbar. Ja, so schnell kann es gehen. Erste Folge schon wieder rum. Ich freue mich jetzt auf die nächste Folge. Dann bauen wir das gute Stück auf. Gabel, Vorbau, Lenker ist dann dran. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.